Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Bei Wikipedia gibt es schon einen Artikel zu vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. zu einer vorwissenschaftlichen Arbeit. Aber vorwissenschaftliche Arbeit ist natürlich nicht nur ein Thema auf Wikipedia, sondern ganz generell für die AHS, für die allgemeinbildenden höheren Schulen in Österreich. Denn die VWA ist ein Teil, ein wesentlicher Teil, genau genommen die erste Säule der neuen Reifeprüfung, der kompetenzorientierten Reifeprüfung in Österreich. Soll ja also eine vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben werden. Man kann sie auch als Nachfolgerin der Fachbereichsarbeit bezeichnen. Und ich möchte dir in diesen Videos zeigen, und dir meine ich jetzt die Schülerinnen und Schüler und Lehrer, in welcher Art und Weise man es angehen könnte, eine Fachbereichsarbeit schreiben zu können. Und ich beziehe mich hier auf die Materialien, die ich unter der Adresse vba.wlernen.at hinterlegt habe, möchte dann schrittweise diese Materialien vorstellen, um auch eine bestimmte mögliche Anleitung zu geben, wie man das angehen könnte. Hier bei den ersten Schritten an Arbeitsaufträgen und Formulierung einer Forschungsfrage geht es darum, sich einmal klar zu werden, was man alles können sollte, welches Thema man angehen sollte und welche Fragen man beantworten möchte. Gehen wir gleich hier herein. Ich habe hier ein Diagramm hinterlegt, bei dem ich schrittweise zeigen möchte, welche einzelnen Punkte man erledigen müsste, um dann eine VWA dann letztlich verfassen zu können. Das Erste, was man sich fragen sollte, ist, was interessiert mich an einem Thema? Worüber möchte ich schreiben? Ich habe hier in diesem Diagramm festgehalten 1000 Zeichen. Und das hängt damit zusammen, dass ich nämlich hier Unterlagen hinterlegt habe, ein sogenanntes Formular in zwei Formaten, im ODT-Format und im DOC-Format. Und darin möchte ich als Lehrer den Schüler fragen, worin er eben sein Interesse an diesem Thema findet. Und diese Fragen, die in diesem Formular enthalten sind, finden Sie auch hier in diesem Diagramm. Und diese Fragen sollten dann beantwortet werden von der Schülerin und Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dieses Formular könnte man dann gemeinsam mit der Schülerin und Schülern durchgehen, um dann eben dann herauszubekommen, was denn alles Interesse da ist, wo es vielleicht Bereiche gibt, wo jemand dann noch genauer sich überlegen sollte, was er machen möchte. Aber am besten zeige ich das jetzt hier ganz konkret. Also was interessiert mich persönlich an meinem Thema? Das könnte zum Beispiel sein, dass jemand interessiert daran ist an den Ereignissen des Jahres 1938 in Österreich, der sogenannten Reichspogromnacht, der von den Nazis eben auch als solches bezeichneten Reichskristallnacht von 1938. Da könnte der erste Anhaltspunkt dann sein, dass man sich einmal persönliche Überlegungen macht, sich etwas aufschreibt, was mich interessiert, oder man könnte auch dann bei Google zum Beispiel dann den Begriff Reichspogrom nach 1938 eingeben, bekommt dann hier eine Fülle von Ergebnissen angezeigt, wo man dann noch weiter Wissen dann sammeln könnte. Ich gehe jetzt hier wieder zurück zum Diagramm. Und als nächsten Schritt müsste man dann überlegen, welcher Unterrichtsgegenstand passt besonders gut zu meinem Thema. Also hier könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen, Unterrichtsgegenstand, zum Beispiel Geschichte und Sozialkunde, das wäre noch Thema Religion, wäre zum Beispiel auch möglich. Und somit hätte man dann den Bereich etwas besser eingegrenzt. Wenn es hier heißt, was interessiert mich persönlich an meinem Thema im Umfang von 1000 Zeichen, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel nachreichen, dass man bei Wikipedia zum Beispiel mal hineingeht und hier dann, und die zeigen nämlich, was 1000 Zeichen sind, hier einfach einen Bereich einmal kopiert. Das heißt nicht, dass dann hier oben da steht, was mich besonders interessiert, aber ich möchte einfach zeigen, wie man 1000 Zeichen festlegen kann. Dazu geht man zum Beispiel in OpenOffice oder LibreOffice Writer hinein, das ist ein kostenloses Office-Programm, und da füge ich dann diesen Text, den ich hier habe, ein, auf Inhalte einfügen, ist zum Beispiel so, habe dann hier eine Reihe von Zeichen, und ich kann mir diese Zeichen dann zählen lassen, wenn ich hier auf Extras gehe, Wörter zählen. Dann wird mir das eingeblendet. Ich habe jetzt hier Wörter 120, Zeichen einschließlich Leerzeichen 907 und ohne Leerzeichen sind es dementsprechend dann 788. Das wird mir diese Zählaufwand wird mir dann abgenommen. Und das heißt, wenn ich hier meine Interessen zusammenfassen würde im Umfang von 1000 Zeichen, hätte ich hier dann im Prinzip schon 708 und müsste nicht mehr allzu viel dazu schreiben. Nur damit du einen Eindruck bekommst, wie viele jetzt 1000 Zeichen eben tatsächlich sind. Dann gehe ich jetzt hier herein wieder zu meinem Diagramm. Ich habe also festgehalten, was mich persönlich interessiert, welcher Unterrichtsgegenstand dann passt. Und dann drittens der Stand der Wissenschaft zum Thema im Umfang von 1000 Zeichen. Das heißt, wenn ich mich mit einem Thema beschäftigen möchte, dann schaue ich einmal,
wo finde ich Bücher, wo finde ich Artikel im Internet. Und die versuche ich dann nochmal durchzulesen, ein bisschen schon durchzuarbeiten, was wird hier denn zu diesem Thema ausgesagt. Und somit kann man relativ rasch auch als Lehrer dann sehen, wie gut hat sich jemand mit einem Thema schon beschäftigt, wie sehr hat er oder sie sich schon interessiert. Und das sieht man schon, wenn hier etwas dann angeführt wird. Der nächste Schritt wäre dann, wenn man fünf Abstracts zusammenfassen würde. Abstract, wenn wir das jetzt hier hereinnehmen und dann zum Beispiel das hier bei Wikipedia hineingeben wir. Abstract. Und sehe ich schon entsprechend Titel. Und habe hier dann ein Abstract ist eine prägnante Inhaltsangabe. Das heißt, es geht darum, dass der einzelne Artikel zusammenfasst und sie wirklich versucht auf den Punkt zu bringen. Also fünf verschiedene Abstracts, also fünf verschiedene Texte würde ich vorschlagen, dass du sie suchen würdest und die dann zusammenfassen würdest. Und das Ganze im Umfang von 2000 Zeichen. Dann geht es darum, festzuhalten, welche wissenschaftliche Methode möchte man in seiner eigenen Arbeit verwenden. Wenn es jetzt hier zum Beispiel darum geht, um die sogenannte Reichspogromnacht von 1938, dann müssen wir davon ausgehen, ich jetzt hier wieder den Wikipedia-Artikel aufrufe, muss ich davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Leute befragen können. Das heißt, die Methode der Befragung ist nur in den Sonderfällen möglich. Das heißt, ich kann nicht jetzt losziehen und dann einfach aufs Geratewohl heraus dann durch die Straßen gehen, ob jemand dann bei diesem November-Programm dabei gewesen ist oder jemanden kennt, der davon schon gehört hat. Da werde ich wahrscheinlich im Rahmen meiner vorwissenschaftlichen Arbeit nicht sehr weit kommen. Da wäre der Aufwand wahrscheinlich sehr groß. Wenn man auch überlegt, wie alt die Leute sind, die damals da dabei gewesen sind. Dann würde es sich zum Beispiel anbieten, hier eine reine Literaturarbeit zu machen. Das heißt, ich trage verschiedene Texte zusammen, ich trage vielleicht auch Quellen zusammen, Quellen insofern, dass ich schaue, wo haben andere Autoren schon darüber geschrieben, wo gibt es Aussagen, die ich vielleicht über diese Zeit finde, wo haben Leute früher schon etwas ausgesagt. Und dann könnte ich mich zum Beispiel darauf festlegen, dass ich eine reinere Literaturarbeit machen würde. Wenn es jemand über ein anderes Thema schreibt, das zum Beispiel stärker die Gegenwart betrifft, dann wäre eine empirische Arbeit eine Möglichkeit. Man könnte Experimente machen, man könnte Befragungen machen. Und in dem Sinn gilt es eben dann darum, hier in diesem fünften Schritt einmal zu schauen, welche Methoden sind die geeigneten. Daran schließt sich dann die Frage an, okay, welche Forschungsfrage könnte ich jetzt hier verwenden? Wenn ich eine Forschungsfrage stellen möchte, dann versuche ich jene Frage dann zu formulieren, die ich mit Hilfe meiner Arbeit beantworten möchte. Und da könnte eine erste Möglichkeit zum Beispiel sein, naja, zu welchen Ergebnissen kam es in der Reichspogromnacht 1938? Welche Ereignisse haben sich hier eben zugetragen? Ich habe jetzt hier eine Checkliste zusammengestellt, die man durchgehen sollte, um zu schauen, ob eine Forschungsfrage wirklich geeignet ist. Ist die Forschungsfrage in Frageform formuliert? Das trifft in meinem Fall zu. Zu welchen Ereignissen kam es in der Reichspogromnacht 1938? Wenn ich jetzt eben keine Frage, wirkliche Frage hätte, dann müsste ich mir eine neue überlegen. Kommen wir zum neunten Schritt hier. Eine Forschungsfrage kann nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Das ist insofern ja wichtig, wenn man in einer vorwissenschaftlichen Arbeit etwas herausfinden möchte und man dann praktisch nur hineinschreibt Ja oder Nein, dann ist es natürlich zu wenig. Auf mein Beispiel zurückkommen, zu welchen Ereignissen kam es in der Reichspogromnacht 1938, da passt das. Ich kann nicht einfach Ja oder Nein drauf sagen. Dann, zehnter Punkt, die Forschungsfrage verweist auf die gewählten Methoden. Das trifft bei meiner Frage jetzt nicht so, denn zu welchen Ereignissen kam es in der Reichspogromnacht 1938, sagt nichts über die Methoden aus. Ich könnte aber meine Frage insofern ergänzen, wenn ich dann hier anfügen würde, welche Antworten geben uns hier die Quellen? Wie Zeitungsartikel zum Beispiel. Ja. Das heißt, welche Antworten geben uns die Quellen zu Zeitungsartikeln, verweist dann auf die Methode, dass man eben mit Hilfe von Quellen arbeiten möchte, dass es Richtung Literaturarbeit geht. Dann, elfte Frage, kann die Forschungsfrage vollständig von mir beantwortet werden? Da werde ich sagen müssen, leider nein, denn der Bezug auf die gesamte Reichspogromnacht von 1938 wird von mir in einer vorwissenschaftlichen Arbeit nicht so einfach zu beantworten sein. Im ganzen damaligen Deutschen Reich, das heißt heutiges Deutschland und Österreich und darüber hinausgehend noch in anderen heutigen Staaten,
kam es ja zu diesen Ereignissen, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das Ganze einzuschränken, zum Beispiel auf den eigenen Heimatort. Also wenn jemand zum Beispiel in Linz wohnt, dass man sagen würde, okay, zu welchen Ereignissen kam es in der Reichspogrom auf 1938 in Linz? Welche Antworten geben uns hier die Quellen, wie zum Beispiel Zeitungsartikeln, Zeitzeugenaussagen? Wenn man das geklärt hat, muss man sich dann die Frage stellen, die Forschungsfrage kann im Rahmen von 40.000 bis 60.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, exklusive Vorwort, Inhalts- und Literaturverzeichnis, von September bis Ende Jänner der 8. Klasse beantwortet werden. Also die Arbeit darf nicht länger als 40.000 bis 60.000 Zeichen sein. Wenn die Forschungsfrage jetzt zu weit gestellt wäre, man sagen würde, okay, das geht sich nie aus mit 40.000 bis 60.000 Zeichen, müsste man noch einmal diese Forschungsfrage dann eingrenzen. Und wenn man diese Checklisten, also diese Punkte dann praktisch positiv beantworten konnte, dann kann man an die nächsten Schritte gehen, an das Erfassen der FPA. Also das hier wäre so ein Ablauf. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es hier dieses Formular gibt, das ich vorschlagen würde, dass man es ausfüllen und dann an den Lehrer per E-Mail sendet. Und das enthält hier folgende Punkte. Was interessiert mich eben persönlich an diesem Thema? Da haben wir schon darauf Bezug genommen. Und diese Fragen, die ich oben im Diagramm gehabt habe, gehen im Prinzip hier bis zu dem Bereich dann sechstens. Und hier kommt dann etwas, was wir noch nicht angesprochen haben. Kenne ich die formalen Kriterien einer VWA, wie zum Beispiel Zitierregeln, Umfang, Bestandteile und Gliederung? Und dazu habe ich dann hier eine Checkliste zur Verfügung gestellt. Checkliste wissenschaftliches Arbeiten, PDF-Format. Es handelt sich hier um ein Dokument, ein PDF-Dokument, das man ausdrucken kann. Und dann können Schülerinnen und Schülerinnen das hier ausfüllen. Können zum Beispiel sagen, ja, ich weiß, was ein Titelblatt ist und was dazugehört und was draufgehört. Ja, wenn Einzelpunkte nicht beherrscht werden, kann man hier das Hackerl setzen und kann dann hier angeben, bis wann man eben dann diese Angaben dann vervollständigt hat, beziehungsweise wann man sich eben dann auskennt. Da kann man eben dann als Schülerinnen und Schüler dann auch darauf verweisen, ja, ich interessiere mich dafür, ich werde das auch rechtzeitig machen, weil ich ja bereit bin, diese vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben und ich möchte das Thema auf jeden Fall eben dann gut voranbringen. Da sollte man all diese Punkte hier dann beherrschen. Ähnliches gilt dann auch hier dann für die Textverarbeitung. Sie muss ja elektronisch ausgefertigt werden. Beherrscht man die nötigen Kenntnisse einer Textverarbeitung, habe ich hier wieder eine Checkliste zur Verfügung gestellt. Man kann hier durchschauen und dann schauen, okay, das kann ich. Oder manches kann man auch nicht. Und dass man wieder angibt, bis wann man das kann. Und ich glaube, praktischerweise habe ich hier dann noch dann weiter unten dann eine Videoplaylist hinterlegt, bei der man dann hierher geht, kommt man dann zu YouTube und hat zu jedem Punkt dieser Textverarbeitungscheckliste dann die einzelnen Videos dann hinterlegt. Also wird dann genau erklärt, Schritt für Schritt, wie man mit OpenOffice oder LibreOffice Writer dann eine VWA eben schreiben kann. Das wären diese Checklisten. Und dann habe ich darüber hinaus hier noch eine Videoliste, also ein Video hinterlegt zum richtigen Zitieren. Ich habe hier ebenfalls eine Präsentation erstellt, also ich habe hier diese Präsentation. Das sind hier 21 Folien. Und auf diesen 21 Folien erkläre ich, wie man richtig zitieren kann. Und ich erkläre diese 21 Folien auch im Rahmen eines Videos hier wieder über YouTube. Ja, und hier kann das Textverarbeitungsprogramm bzw. das Office-Programm entweder bei LibreOffice oder bei OpenOffice heruntergeladen werden. Das hier wären die ersten Schritte, die ich vorschlagen würde. Das heißt, hier dieses Diagramm durchschauen, was alles benötigt wird, um eine VWA schreiben zu können. Dass man als nächsten Schritt dann hier dieses Formular erste Schritte ausfüllt, dieses dann ausfüllt und dann per Mail an den Betreuer oder Betreuerin eben schickt. Und man eben dann auch rechtzeitig schaut, dass man hier diese Checklisten ausfüllt. Und so schon kenne ich mich aus, wie schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit, weiß ich, wie man zitiert, kenne ich mich mit Textverarbeitungsprogrammen aus. Und alles wird eben dann wiederum mit Videos dann begleitet. Ich hoffe, dir bei diesen ersten Schritten geholfen zu haben. Und wenn dein Interesse fortbesteht, würde ich dir empfehlen, hier dann das Video zum Entwurf eines Arbeitsplans dir näher anzuschauen.